Radiotheater. Wie kann ich stehen in einer Welt, die kippt? Fragen an eine Generation, die vor 30 Jahren jung war. Klein und hast im Stehen kaum zur Hand deiner Mutter hinaufgereicht. Kannst du dich erinnern? Einmal waren auch der Vater und die Mutter klein und der Großvater und die Großmutter. Hinter jedem Es war einmal steht immer noch eins. Hast du schon einmal zwischen zwei Spiegeln gestanden? Das musst du versuchen. Da siehst du immer weiter und weiter, lauter Spiegel und Spiegel. Und noch und noch und noch. Aber keiner ist der Letzte. So ist es mit der Erinnerung. Mit ihr leuchten wir hinunter in die Vergangenheit. Unsere Eltern kommen aus Deutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland, Irland, Türkei, Polen, Ostberlin, Bayern, Mazedonien, Spanien. 1989 war mein Vater 14 Jahre alt und lebte in Pasewalk. 1989 wurde meine Mutter Bezirksmeisterin im Radfahren. 1989 war die DDR vorbei. Ich komme aus Wienrode. Das ist im Harz. Dort gibt es viele sagenumwobene Plätze, zum Beispiel die Teufelsmauer. Und die Geschichte ist ungefähr so: Nachdem Gott die Erde geschaffen hatte, wollte der Teufel seinen Anteil davon. Besonderes Interesse hatte der Teufel am Harz, der sein absolutes Lieblingsgebirge war. Dieser Streit zog sich lange hin. Dann lenkte Gott ein, um Frieden zu schaffen. Er sagte zum Teufel: Wenn du so darauf bestehst, dann wollen wir das Land am Harz teilen. Du musst aber eine Grenzmauer ziehen, die unsere Herrschaftsgebiete voneinander trennt. Bedingung ist, dass du das Werk in einer Nacht vollendest. Bevor der Hahn zum ersten Mal kräht, musst du fertig sein. Dann soll dir eine Hälfte des Landes gehören. Der Teufel schlug in den Pakt ein und schaffte die ganze Nacht. Er war fast fertig, musste nur noch einen großen Stein in die Mauerkrone einfügen. Da kam eine Bauersfrau aus Timmerode des Weges. Sie hatte eine Tragekiepe auf dem Rücken und darin einen Hahn, den sie auf dem Markt in Blankenburg verkaufen wollte. Plötzlich stolperte die Bäuerin über einen Stein, der Deckel ihrer Kiepe sprang auf und der Hahn begann zu krähen. Da wusste der Teufel, dass er das Land verloren hatte. Er geriet in unbändige Wut, nahm den letzten riesigen Stein und schleuderte ihn mit aller Teufelskraft gegen die fast fertige Mauer. Die Steine stürzten ein und die Reste der Mauer sind bis auf den heutigen Tag stehen geblieben. Seitdem nennt man diese Formation Teufelsmauer. Ja, okay. Wir dachten eigentlich, wir machen ein Projekt über die DDR. Über Spione, Fluchttunnel, wie gefährlich das alles war, Stasi. Aber es geht nicht wirklich um die DDR. Es geht um den Fall der Mauer, also das Ende der DDR. Wir haben Interviews gemacht, manche haben am Tisch mit ihren Eltern gesprochen und nachgefragt. Ich habe das Interview nicht gemacht, weil ich schon viel von meinem Vater weiß und jetzt auch selber mal was erzählen will. Wir arbeiten seit 7 Monaten an diesem Projekt und haben vor allem Leute interviewt, Texte gemacht und Doreen und Steffen kennengelernt. Durch sie haben wir versucht,
zu verstehen, was die Geschichte vor 30 Jahren mit Ihnen und Ihren Eltern gemacht hat. Ich bin Stefan. Ich bin 42 Jahre alt und bin in Halle an der Saale geboren. Ich bin Alexander, komme aus Berlin und bin 48 Jahre alt. Nancy, ich bin jetzt 44 und geboren in Jena in Thüringen. Wir haben 10 Interviews geführt mit Alex, 48, geboren in Ost-Berlin. 1989 war er 18 Jahre alt. Rainer, 44, geboren in Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern. 1989, 14 Jahre alt. Doreen, 45, geboren in Wienrode, Sachsen-Anhalt. 1989 war ich 14 Jahre alt. Silke, 44, geboren in Heiligenstadt. 1989 Marion, war sie 44, 14 Jahre alt. Marion, geboren in Ost-Berlin. 1989, Rita, 38, 14 Jahre alt. Geboren in Ost-Berlin. 41, 1989 geboren in war sie 9 Jahre 1989, alt. Stefan, 42, 11 Jahre alt. Geboren in Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt. 1989 war er 12 Jahre alt. Steffen, 43, geboren in Aschersleben, Sachsen-Anhalt. 1989 war ich 13 Jahre alt. Sie alle sind in der DDR geboren, in ein Land hinein, das wir nicht kennen, zu einer Zeit, die wir uns nur schwer vorstellen können. Wir wissen wenig darüber und neben dem wenigen Wissen ist ganz viel Platz für unsere Fantasien. Es gab nicht so viele Farben? Man brauchte bestimmtes Geld, wenn man sich Süßigkeiten kaufen wollte. Wenn man zum Beispiel Verwandte im Westen hatte und man selbst im Osten gewohnt hat, hat man sich halt nur einmal im Jahr gesehen oder gar nicht. Für Reisen in den Westen musste man ein Visum beantragen. Wenn man Glück hatte, bekam man von der Verwandtschaft im Westen ein Westpaket. Es wurde eine Mauer gebaut. Dass es früher auch einen Todesstreifen gab, fällt mir noch ein. Und an der Mauer gab es eine Aussichtsplattform für Touristen, die in den Osten reinschauen konnten. Man durfte kein Westfernsehen schauen. Man musste Schlange stehen. Es gab Spione. Ihr Falke, bitte komm. Es war gefährlich. Sie haben komische Pionierlieder gesungen. Wir brauchen den Frieden wie die Blume, das Licht wie die Saat, die aus dunkler Scholle bricht, wie die Traube des Weins an den Reben. Nur so
dem Jodeln habe ich ungefähr angefangen, als ich so 7 Jahre alt war. Das war ein bisschen untypisch in der DDR. Also, dass jetzt so eine Art von Volksmusik gefördert wurde. Wir waren aber auch staatlich eingestuft. Das heißt, wir haben Geld damit verdient, ne? Und wurden dann über alle Dorffeste gejagt. Das war in Wienrode. Und Wienrode ist ein ganz kleiner Ort, aber es gab damals alles. Also es gab eine Post, ein Gemischtwarenladen, also so eine Art Drogerie, da konntest du einen Pullover kaufen, Kittelschürze, aber auch Shampoo zum Beispiel. Und Konsum mit Fleischer, ein Bäcker, Friseur, Kosmetik, Jugendclub, 3 Dorfgaststätten. Also man war eigentlich immer draußen. Es war ja alles da. Und wir haben mit meiner Tante und mit meinem Onkel zusammen in einem Haus gewohnt. Also die habe ich total lieb gehabt. Und das war 1984, da sind die ausgereist. Also wir sind einfach komplett getrennt worden. Und wir hatten natürlich immer Kontakt. Und wir haben darauf hingefiebert, dass sich endlich was verändert. Na, und dass sich dann langsam was in der Stimmung im Land veränderte 1989, na, das habe ich mitgekriegt. Hast du schon vor dem 9. November wahrgenommen, dass im Land was los ist? Wie würdest du die Stimmung beschreiben? Durftest du mit auf eine Demo? Was hast du an dem Tag gemacht? Wie und durch wen hast du vom Mauerfall erfahren? Weißt du noch, was du empfunden oder gedacht hast? Das ist eine gute Frage, aber das kann ich nicht so konkret beschreiben, sondern nur von der Stimmung her. Also ich habe das als Kind mehr so als Atmosphäre wahrgenommen. Und mit 11 Jahren habe ich mir da nicht, also konnte ich das noch gar nicht so erfassen, so kognitiv sozusagen, oder was da überhaupt ist. Die Atmosphäre beschreibt so als kribbelig. Ja, ein bisschen in eine Aufruhrstimmung und so ein bisschen, ja, so. Ja, so Gebet, Friedensgebete und auch so Demonstrationen, irgendwie, ja, eine Aufbruchstimmung auch, eine gewisse. Also diese Atmosphäre, dass man vorsichtig sein soll oder auch als Kind, war irgendwie immer da. Das ist so ein bisschen diese staatliche Beobachtung, ja, auch als Kind wahrgenommen schon. Ich hoffe, ich bringe da meine Erinnerungen nicht durcheinander, dass wir irgendwann mal in Leipzig waren. Mein Vater, meine Schwester und ich, und wir eine Montagsdemo gesehen haben. Das war eigentlich so meine erste Frage an meinen Vater, was das ist. Weil im DDR-Fernsehen wurde darüber ja nichts berichtet. Und wir kommen aus so einer kleinen Stadt, dass es da diese Demos noch nicht gab. Da gab es dann später, aber das war meines Wissens erst wirklich kurz bevor sowieso dieser Mauerfall kam, dann so Montagsgebete. Aber da war ich auch nicht dabei. Aber so vom Gefühl her, man hat schon so ein bisschen was mitbekommen, weil ja eben in Ungarn dann die Grenzen schon geöffnet wurden. Wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, doch. Und eine Tante von mir, also die Schwester mütterlicherseits, ist ja kurz vorher noch ausgereist. Also man hat das schon, obwohl wir eigentlich in der Provinz gelebt haben, schon so ein bisschen mitbekommen. Aber es war nur so ein vages Gefühl. Unser Vater hat uns das schon erklärt, was das dort ist, dass das eine Montagsdemo ist. Ich glaube, der hat nicht gesagt, das ist gegen Staat oder so, aber der hat gesagt, das ist... Ich glaube, der hat sowas gesagt wie, na, für einen Staat demonstrieren sie nicht. Ich glaube, so in die Richtung ist. Der wusste irgendwas darüber, woher weiß ich nicht. Wir haben es auch jetzt nicht so hinterfragt. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass unser Vater das doof findet oder so. Demo? Du darfst mit auf eine Demo? Ich fühle diesen Umbruch und tatsächlich will ich sehr gerne mit auf diese Demonstrationen. Ich will, weil... Halt, mir wurde von Kindesbeinen immer schon beigebracht, du darfst nicht erzählen, was im Fernsehen kommt. Du darfst nicht erzählen, dass wir ein Westpaket bekommen haben. Oder irgendwie, dass man immer und überall vorsichtig sein muss, aufpassen muss, was man wem sagt. Und von daher, also ich will definitiv unbedingt auf diese Demos mit. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Das will ich auch am nächsten Tag erzählen.
Ich bin eine der wenigen, glaube ich, wenn nicht sogar die einzige aus meiner Klasse, die dabei ist. Ich finde das schon gut, weil man irgendwie diesen Umbruch spürt oder so. Vielleicht ist das Quatsch, aber... Es ist der Sommer 1989. Ich habe meine Tante in den Zug gesetzt. Ich werde sie wohl lange nicht wiedersehen. Ich bin verliebt. Ich ziehe mit meinem Freund um die Häuser. Wir sind unterwegs in der Stadt. Wir laufen einfach so rum. Wir stehen an der Teppichklopfstange und rauchen heimlich. Na, was man so macht. Und dann kommt tatsächlich einer vorbei. Thorsten Panzer! Und sagt, habt ihr schon gehört? Die Mauer ist auf. Hä? Die Mauer ist auf? Was heißt das? Wir rennen erstmal nach Hause. Die Informationen sind ganz frisch, paar Minuten alt. Und dann will ich nach Hause und ich bin auch die Überbringerin der Nachricht. Dass meine Eltern das nicht mitgekriegt haben. Auch meine Oma nicht. Ich bin die Überbringerin der Nachricht. Juhu! Ich bin am frühen Abend nach Hause gekommen, ich würde sagen so zwischen 21, 22 Uhr, also nicht viel später, das auf keinen Fall. Und es war nur meine Mutter da, die Fernsehen geguckt hat. Und meine Schwestern waren nicht da, also die haben geschlafen. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass die eben nicht mit im Wohnzimmer saßen. Und ich kam halt von meiner Knutscherei rein, völlig in meiner Liebelei im Kopf. Irgendwie und kam eben rein und hab dann man hat ja draußen kein Handy gehabt, kein Radio gehört oder nichts. Und wie gesagt, wir waren eben nicht in Leipzig oder Berlin, da wäre das vielleicht nochmal anders gewesen. Aber meine Mutter saß eben vom Fernseher. Ich weiß halt leider nicht mehr, welcher Sender, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es ein Westsender war, weil wir haben sehr, sehr wenig Ostprogramme geguckt. Also lief eigentlich fast meistens immer nur ZDF oder AD, muss man einfach mal sagen. Und ich kam eben nach Hause und meine Mutter saß wirklich fast mit dem Kopf im Fernseher drin. Die hatte vielleicht 1 Meter Abstand und weinte bitterlich. Wirklich, hat bitterlich geweint und ich habe gedacht, ich konnte das ganz lange gar nicht einordnen, was passiert ist. Und sie hat dann immer so geschluchzt und hat immer gesagt, die Mauer ist gefallen, bis ich erst gemerkt habe, dass das halt Freudentränen sind. Im Prinzip hat dieser Mauerfall, es war ja noch nicht sofort alles anders, aber das hat ja total in unser erste Liebe pubertierendes Weltbild gepasst. Also eigentlich, wir wollten ja so viel, was man ja immer will in dem Alter, und dann öffnet sich da so eine Grenze, die sich ja noch nicht mal wirklich geöffnet hatte, aber das, ja, es war wie Drogen nehmen, ohne Drogen zu nehmen. Hi. Hi. Wie viele Freunde hattest du schon? Was meinst du mit Freunde? Zusammen sein. Ah, 5. Und du? 7. Die eine hat sich von mir getrennt. Ah, was hat das mit mir zu tun? Nichts. Okay. Von der Skala 1 bis 10, wie findest du mich? 3. Wieso? Ich dich 10. Aha. Okay. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich wollte noch sagen, ich bin verliebt. In wen? Sag mal. In dich. Oh mein Gott. Wollen wir uns vielleicht treffen? Wieso? Weil ich dich mag. Am Freitag vielleicht ins Kino? Nur mit meiner Freundin. Okay. Okay. Ich will mich nämlich öfters mit dir treffen, weil ich fragen wollte, ob du meine Freundin werden willst. I can start.
In der Schule, das war ganz eigenartig. Unsere Lehrer, die hatten ja immer einen Plan und wussten genau, was sie mit ihren Schülern machen mussten, damit der Lehrplan erfüllt wird. Und alles war ganz klar in der Schule. Und dann von einem Tag auf den anderen sind wir in die Schule gekommen und die Lehrer sagten, so, wir wissen jetzt gerade gar nicht, was wir mit euch machen sollen. Es ist jetzt alles anders. Wann wir schreiten Seit an Seit und die alten Lieder singen und die Wälder wieder klingen, fühlen wir, es muss gelingen. Mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht die neue Zeit. Ja, wir sind in die Schule gegangen, da gingen natürlich die Gespräche schon ein bisschen drum, weil es dann einige doch wussten, ja, aber die Lehrerin war total überfordert. Das war auch so eine Art Vertretungslehrerin. Die hat uns dann tatsächlich erstmal eingesperrt in unserem Klassenraum und ist wieder ins Sekretariat, um zu erfragen, ja, wahrscheinlich, wie es jetzt weitergeht. Am 10. war das dann? Das war dann am 10. Freitag früh sozusagen, die erste Stunde. Wir sind hingegangen, die war völlig überfordert mit der Situation und dann hat die erstmal hinter sich abgeschlossen. Im Klassenzimmer eingeschlossen. Die hat uns irgendwelche Aufgaben gegeben oder auch nicht mal das. Also ich meine, wir also alle wussten. Die hat euch da wirklich eingeschlossen? Die hat uns da eingeschlossen, ja. Also ich meine, in dem Moment fanden wir das auch alle ein bisschen lustig, weil wir auch, naja, ich glaube, wir haben dann alle gefühlt, dass da jetzt dolle was passiert und dass sich das auch nur noch in eine Richtung bewegt irgendwie so. Ach, vielleicht, ja. Eine Woche Hammerschlag, eine Woche Häuserquadern, zittern noch in unseren Adern, aber keiner wagt zu hadern. Herrlich lacht der Sonnentag, herrlich lacht der Sonnentag. Also wenn so etwas heute passieren würde, dann würde ich mir wünschen, dass so ein paar Lehrer, die ich absolut nicht leiden kann und die so blöden Unterricht machen, dass die vielleicht ganz schnell weg sind, die blöden Lehrer. Oh, boah, ja. Endlich, man hat die doofen Lehrer nicht mehr. Das wär's mal. Dass die dann nicht mehr da sind. Schnell nicht mehr da sind. Mit uns zieht die neue Zeit. Mit uns zieht die neue Zeit. Mama, was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern? Weiß ich gar nicht. Wie hast du sie erlebt? Halt, wie gesagt, wie schon, ganz normal eigentlich, nicht irgendwie so ein Aufbruchsstimmung oder so. Was haben sie gesagt? Eigentlich gar nichts. Wir haben darüber eigentlich gar nicht geredet. Weißt du wenigstens noch, wie sie sich verhalten haben? Das hatten wir doch schon, oder? Weißt du noch, was du empfunden oder gedacht hast? Nee, eigentlich auch nicht. Nicht wirklich was. Komischerweise war es, also meine Eltern waren, wie gesagt, auch immer sehr kritisch, aber es war jetzt nicht so, dass die sofort gesagt haben, jetzt gucken wir uns das mal an und fahren darüber. Irgendwie, das hat es nicht gegeben, obwohl das Wochenende das ja theoretisch hergegeben hätte. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, waren die schon sehr glücklich, weil ja auch viele Verwandte da auch im Westen waren, die man dann mal endlich besuchen konnte. Und aber jetzt so an spezielle Äußerungen oder so kann ich mich jetzt eher nicht so erinnern. Bei meiner Mutter habe ich sehr viel, also viel, viel mehr Freude, Losgelöstheit und sowas gesehen, weil meine Mutter ja total traurig war über den Weggang ihrer jüngsten Schwester und sie dadurch ja Hoffnung gesehen hat, dass sie sich bald wiedersehen, weil so hätte sie ja wahrscheinlich gefühlt die nächsten 20, 30 Jahre nicht wiedergesehen. Da habe ich sehr viel Glück gesehen bei meinem Vater.
vom Gefühl her, mein Vater hat erstaunlich wenig darüber geredet. Aber er war nicht niedergeschlagen, das auf keinen Fall. Ich glaube, er war in so einer abwartenden Position, so mal gucken, wohin das geht. Aber da kann ich mich gerade an wenig emotionale Reaktionen von ihm erinnern. Mama, was ich gern gewusst hätte. Hattest du damals schon einen Freund? Wie hat der Westen gerochen? Was hast du dir von deinem Begrüßungsgeld gekauft? Hast du deiner Schwester etwas abgegeben? War es eigentlich illegal, ein Stück Mauer mitzunehmen? Hast du auch am nächsten Tag die Schule geschwänzt? Hättest du Papa kennengelernt, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Würde es mich geben? Papa, habt ihr überlegt zu flüchten? Hättest du uns zurückgelassen? Wolltet ihr heimlich abhauen? Oder mich im Kofferraum verstecken? Hättet ihr das gemacht? Wie war das mit den neuen Kollegen? Mama, wolltet ihr euch scheiden lassen? Wolltet ihr ein neues Leben anfangen, drüben? Hättet ihr uns da mitgenommen? Mama, hast du es bereut, dass du hier geblieben bist? Mit uns? Jetzt lebe ich. Jetzt lebe ich. Jetzt trinke ich. Jetzt stinke ich. Jetzt rauche ich. Jetzt brauch ich dich. Wir bauen auf und tapezieren nicht mit. Wir sind sehr stolz auf Katharina Witt. Katharina, born in Virginia. Born in Virginia. Born in Virginia. Born
Wenn die Stimmung sich ändert, dann sind die Leute auf einmal wie ausgewechselt. Alle gucken auf ihr Handy und werden nervös. Es wird hektisch. Bei meinem Vater ändert sich die Stimmung, wenn er arbeitet. Ich lausche, was passiert. Dann spricht mein Bauchgefühl. Leute, die sich mögen, gucken sich nicht mehr an. Es wird nicht mehr viel gesprochen. Es wird still. Unsere Eltern sind nur noch mit sich beschäftigt. Sie hören mir nicht zu. Meine Mutter ignoriert mich. Wenn meine Eltern mich ewig zocken lassen, zum Beispiel 3-4 Stunden lang, und dann, wenn sie reinkommen, ganz genervt sind, weil sie es vergessen haben. Wenn Mama und Papa sich zurückziehen. Sie haben wenig Zeit und verhalten sich unruhig. Sie grübeln. Sie sagen, heute nicht, mein Schatz. Wenn meine Mutter zu Hause arbeiten muss, dann konzentriert sie sich so doll auf ihre Arbeit, dass sie mich nicht mehr richtig wahrnimmt, obwohl sie hört, was ich sage. Wenn ich zum Beispiel frage, wo ist das Eis, sagt sie manchmal einfach nur ja. Wir warten. Wir schauen euch an. Was wir tun können? Wir sind 12 Jahre alt. Wir schauen euch an. Macht ihr etwas? Macht was. Wir schauen euch an. Wir sehen euch zu, wie ihr euer Leben lebt. Wir brauchen, dass ihr nicht verschwindet. Beruhigt uns. Gebt uns das Gefühl von einer sicheren Welt und dass es morgen weitergeht. Ja, also wie es weiterging. Ja, also meiner Familie, uns ging es eigentlich zu DDR-Zeiten richtig gut. Wir waren eine 5-köpfige Familie. Mein Vater hatte einen guten Job, hat gutes Geld verdient. Meine Mutter war neben der Kindererziehung auch immer arbeiten. Und schon kurz nach der Wende, ich glaube ein Jahr später, hat mein Vater dann seinen Job verloren, weil die Firma geschlossen wurde. Und meine Eltern mussten sich halt was Neues überlegen, wie sie Geld verdienen können. Und die haben sich entschieden, sich selbstständig zu machen und so eine Massage- und Saunalandschaft in unserem Haus in den Keller einzubauen. Ja, und sich damit selbstständig zu machen. Das ging nicht so lange gut. Sie haben für diesen Umbau des Hauses und dieses Geschäfts einen großen Kredit aufgenommen und ich glaube, schon nach 1,5 Jahren ging das Geschäft pleite. Und sie hatten natürlich als Sicherheit unser Haus, was wir lange und mühevoll gebaut hatten, als Sicherheit eingesetzt. Und das Geschäft ging pleite, es kam kein Geld mehr rein. Die Bank hatte natürlich unser Haus verkauft. Und das war ziemlich krass. Also wir saßen ja von heute auf morgen sozusagen auf der Straße und hatten kein Geld und kein Heim mehr. Und daran ist dann auch eigentlich unsere ganze Familie zerbrochen. Ja, so war das bei uns. Also Wien-Rode hat sich dann eigentlich ziemlich schnell verändert. Da hat eins nach dem anderen dicht gemacht. Also der Konsum, die Drogerie, Kosmetik, Jugendclub sowieso. Also da gab es jetzt auch nichts mehr, wo man abends noch hingehen konnte, außer die Bushaltestelle, wo man sich dann getroffen hat. Und das war relativ schnell alles ziemlich trist. Und dann hat mein Vater hat auch seine Arbeit verloren. Das ging auch relativ schnell. Ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr hat es noch gedauert, so nach der Wende. Dann wurde der Betrieb auch abgewickelt. Und auch ja, die ständigen Bemühungen, irgendwie was Neues zu finden. So, er hat eigentlich sämtliche Jobs gemacht auch und immer wieder versucht, eine Festanstellung zu kriegen, aber letztendlich hat er nie wieder so richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt. Mein Vater wurde halt, wie gesagt, ist sehr früh in Rente gegangen, weil der Umbruch, das war ja mit der ganzen Technik, das ist ihm mächtig auf die Füße gefallen, weil er sehr uninteressiert war, muss man auch sagen. Also so alt war er ja auch nicht. Aber er hatte absolut null Interesse, sich da mit irgendeinem Computer zu befassen oder irgendwie, weil es ja irgendwie früher auch so ging. Und das war aber für das Unternehmen dann natürlich nicht tragbar, sodass die dann irgendwann angefangen haben, also nicht nur ihn, generell die alte Garde da
mit Lohnbeibehalt und wie auch immer, was es da so alles gab, aber in Rente zu schicken, um dann das Unternehmen sozusagen komplett zu verjüngen und um da einfach am Zahn der Zeit zu bleiben. Und das werfe ich ihm auch so ein bisschen vor, weil seitdem ist halt auch nicht mehr viel passiert. Und dann aber sozusagen nach der Wende wurde das sozusagen besser oder die Wertschätzung auch für die Kirche war irgendwie eine andere natürlich. Für meine Mutter war das ein sehr, also die ist sehr, die konnte ihre ganze Kreativität viel besser ausleben. Die ist sehr glücklich geworden mit dem, was sie im Beruf und wie sie Job gemacht hat. Ich hatte auch das Gefühl, mein Vater ist relativ schnell eigentlich auch so ein bisschen politisch dann engagiert. Ich glaube aber einfach auch, weil er dachte, hu, jetzt kann ich hier was machen und erreichen und nicht einfach nur muss ich der Partei von alles von Lippen ablesen und nachplappern. Am Anfang war das schwierig. Die wurde dann ja, wurde ja aufgelöst, da ist er nicht übernommen worden, aber kam trotzdem aufgrund seiner ganz langen, letztendlich im öffentlichen Dienst, war nicht kündbar und war dann in so einer Überhangliste. Das heißt, er hat eine ganze Weile sein gesamtes Geld bekommen für nichts, konnte damit aber wirklich nicht glücklich sein. Und ist dann so hin, dann wurde er vom Senat jeweils auf so qualifizierte Aushilfsjobs, sage ich jetzt mal so, musste er die immer annehmen und musste das dann machen. Und das war für ihn teilweise sehr demütigend, hat er so empfunden. Meine Mutter ist aufgeblüht, mein Vater wurde gekränkt. Vergiss nicht, Vater, wenn du frierst, ich bin wie du geworden. Ich lass mich nicht und lass mich nie mit lauten Lügen morden. Vergiss nicht, Mutter, wenn du weinst, du hast mich gut erzogen. Und selten hat und selten kriegt mich einer krumm gebogen. Thank you.
vergesst nur nie unter der Last eurer langen Leben. Ich bin zu jung, um schwach zu sein, zu blind, um aufzugeben. Ein Brief an dich in 30 Jahren. Die heutige Situation ist schwer in Worte zu fassen. Manche nehmen sie lässig, die anderen gestresst auf. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mein ganzes Leben wurde mit einer Krankheit auf den Kopf gestellt. Ich bin empfindlicher, was Essen angeht, und mir wird oft schlecht. Draußen sieht alles ruhig aus, fast zu ruhig. Alle tragen Mundschutz und auf den Marktplätzen wird fast nicht geredet. S-Bahnfahren kommt einem wie eine Qual vor und alle werden nervös, wenn man hustet oder niest. Ich will reisen und Orte entdecken, mehr als je zuvor. Jeder Wald in Berlin sieht für mich gleich aus, jeder Fluss sieht für mich gleich aus. Die Welt ist plötzlich ein einziges Spiegellabyrinth. Die Routine ist Homeschooling, raus und manchmal mit Freunden treffen. Manche überleben gerade mal durch Netflix und Disney Plus. Wir träumen ausnahmsweise mal davon, normalen Unterricht zu haben und dass Quarantäne nicht das Wort des Jahres wird. Klimawandel ist für manche gar kein Thema mehr. Trotzdem hat der Coronavirus dazu beigetragen, dass einige Kohlekraftwerke geschlossen wurden. Doch wenn das alles vorbei ist, fängt alles wieder von vorne an. Ein einziger Teufelskreis ist das hier. Jeder schiebt es jedem in die Schuhe. Dem Labor, den Chinesen, der Politik. Aber tief in einem weiß doch jeder, dass keiner daran schuld ist. Und keiner weiß, wie es nach Covid-19 weitergehen soll. Denn er wird sich im Jahr 2020 festnageln wie ein Nagel an der Wand. Keiner weiß, ob das alles ein Ende findet. Ja, ich weiß, wir leben in einer Welt voller Arschlöcher. Und diese Welt ist auch noch mit Müll überflutet. Es gibt Überschwemmungen. Und vielleicht müssen wir bald alle in die Berge ziehen? Und dann ist da noch Donald Trump. In welcher Zeit du auch lebst, ich hoffe, du hast nicht so einen Dummkopf wie Trump in deinem Leben. Ich finde, im Jahr 2050 sollten 1. Roboter nicht die Welt regieren, 2. Hühner nicht die Welt regieren, 3. Lehrer nicht die Welt regieren, 4. Trump nicht die Welt regieren, 5. Würstchen nicht die Welt regieren, 6. Pepper Woods nicht die Welt regieren, 7. meine Mutter die Welt regieren. Mauerfall, wir müssen uns Geld, all die Tüten, neue Welt, Helmut Kohl, der dicke Mann, sorgt für unser Wohl. Euro kommt, Schweinepest, Rinderwahnsinn, PISA-Tests, 9-11, Techno ist das neue Rock'n'Roll. Instagram, Klimawandel, Bio-Ups und Waffenhandel, alles geht so rasend schnell, heute brennt's an vielen Stellen. Start the fire. It was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire. No, we didn't light it, but we tried to fight it. We didn't start the fire. It was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire. No, we didn't light it, but we tried to fight it. Sprecherinnen und Sprecher: Greta Burke, Charlotte Ortgies, Noah Dornbusch, Paul Czalupecki, Finn Röblitz, Elias Domrös, Doreen Kutzke, Steffen Petzold, Heike Krowoza, sowie die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus den Originalinterviews. Regie: Cindy Ehrlichmann und Iduna Hegen. Dramaturgie: Dagmar Domrös. Aufnahme, Mix und Mastering: Janne Lonat-Wori.
Eine Produktion des Theater UN. Mit freundlicher Unterstützung des Theater unterm Dach. Gefördert von Soziokultur, Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Tusch Berlin. Projekt Aufbruch 1989. Erinnern 2019. Theater im Feld Berlin. Thalia Grundschule Berlin.